BMW GS80, Spezialversion. Zweizylinder Boxer, 800 Kubikzentimeter, 55 PS, 138 Kilogramm Gewicht. Startklar für die 54. internationale 6-Tage-Fahrt 1979. Neunkirchen im Siegerland. Die Fahrer des BMW-Werksteams, 6 von 399 Startern aus 19 Nationen, bereit, sich den extrem harten Anforderungen dieser Weltmeisterschaft für Geländefahrer zu stellen. Parc fermé vor dem ersten Start. Hier müssen die Maschinen hermetisch abgeschlossen für die Dauer des Wettbewerbs übernachten. Wenn ihnen die Fahrer betreten dürfen, haben sie noch genau 5 Minuten, um ihren Partner zum Arbeitsraum zu schieben und 10 weitere für wichtige Reparaturen. 3, 2, 1, Start! Ah! Prüfung vor dem Start. Jeden Morgen die gleiche Prozedur, die gleiche Spannung und die gleiche Zeitnot. Eine Minute nur, um das Motorrad ohne fremde Hilfe zu starten und über eine Distanz von 20 Metern ins Rennen zu fahren. Warum beteiligt sich BMW gerade hier und nicht zum Beispiel im Motorrad Grand Prix Sport? Ganz einfach. Nirgendwo besser als im Geländesport können wir die wesentlichen Eigenschaften aller unserer Motorräder unter schwierigsten Umständen überprüfen und verbessern. Hier, wo es wie auf der Straße nicht auf maximale Leistung, sondern auf die geschickte Abstimmung, effektive Leistung, günstiges Gewicht und bestes Handling sowie auf ein hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen ankommt, lassen sich die klassischen Vorteile des BMW-Boxer-Kardan-Prinzips unter Beweis stellen. Hier zählt die BMW-typische Konzentration auf das Wesentliche, beim intelligenten Umgang mit dem Material und auch bei der disziplinierten Nutzung von Energie. Aus diesen technischen Erfahrungen können wir dann Erkenntnisse gewinnen, die Auswirkungen auf die Serie haben. Die Bedingungen sind für alle gleich, gleich schwer. Die unbekannte Strecke, der schnelle Wechsel von Wiese zu Sand, Waldboden und Wasser sowie die sich ständig ändernden Lichtverhältnisse erfordern ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit, Geschicklichkeit, Können und natürlich auch eine gehörige Portion Mut. Fehler haben ihre Folgen, unangenehme zwar, aber glücklicherweise meist mit glimpflichem Ausgang. Er und seine BMW machen es besser. Ganz gewiss gilt auch hier, dass man niemanden überholen kann, wenn man in ausgefahrenen Spuren dahinter bleibt. Stunden Knochenarbeit, 6 Tage lang, endlich die verdiente Ruhepause? Der Schein trügt nicht, es ist keine. Dafür sorgt das strenge Reglement, denn den Fahrern bleiben abends im günstigen Falle nur wenige Minuten, in denen sie ihre Maschine allein und auf sich selbst gestellt überprüfen müssen, um am nächsten Tag erneut starten zu können. Reifenwechsel. Hektik und Nervosität würden vielleicht ein paar Sekunden bringen, möglicherweise aber auch folgenschwere Fehler. Besonnenheit und Gelassenheit aber bringen mit Sicherheit weiter. Bitte haben Sie Verständnis auch für die Einfahrt frei. Bitte treten Sie etwas zurück. Die Maschinen auf dem Wege ins Nachtlager. Wer sein Motorrad liebt, der schiebt. Selbst wenn es so wäre, er muss es. Das Reglement will es so.
nächste Zeitkontrolle kommt bestimmt. Und damit auch der wohlverdiente Schluck. Was den Durst betrifft, auch die Technik kommt zu ihrem Recht. Wolfram, nee, du bist schon mal verrückt. 37 Kraft. Muss man jetzt Brille? Und weiter geht's. In die gefürchtete Sonderprüfung, eine von zweien an jedem Tag. Jetzt wird auf Zeit gefahren und die hier gewonnenen Sekunden sind bei der Endabrechnung, bei der Entscheidung über Sieg oder Niederlage von ausschlaggebender Bedeutung. Durchfahrtkontrolle, eine von vielen jeden Tag. An ihr führt kein Weg vorbei, jedenfalls nicht ohne Disqualifikation. Fahrerisches Können, Konzentration und Kondition sind unerlässliche Voraussetzungen für den Erfolg in diesem Sport. Ebenso wie das optimale Sportgerät. Auch ohne dies, Verwechslung ausgeschlossen, eine BMW GS80. Zum Ziel führen nicht nur unterschiedliche Taktiken, man kann es so machen oder so. Zum Ziel führen auch verschiedene Wege. Niemanden stört es, dass die Zuschauer mal den Wegweiser spielen. Muss ich per Weg kommen? Thank you.
BMW-Team nach 6 Tagen Schinderei zum letzten Mal auf dem Weg zum Ziel und zum Erfolg. Fritz Witzel und Rolf Witthöft belegen mit ihrer GS80 in dieser schwierigsten Geländefahrt der Welt, in der Klasse über 750 Kubikzentimeter, den 1. und 2. Platz. Dazu erringen die BMW-Fahrer 2 Gold-, 2 Silber- und 2 Bronzemedaillen. Womit einmal mehr bewiesen ist, was an Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Problemlosigkeit im BMW-Konzept steckt. Eben nicht auch zuletzt zum Nutzen jener, die eine BMW für die Freude am Fahren außerhalb des Sportgeländes erwerben.